Wunderbar, minus 13.000 nur noch. Ich glaube, wir müssen Multivitamin ein bisschen packen und dann bekommen wir das auch bestimmt wieder rein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich jetzt letzt gewesen bin, als sie unterbrochen wurde. Wenn sie nicht profitabel ist, wird sie gelöscht. Ja, dann ist der ausgelaufen. Das ist das finde ich wahrscheinlich sogar super, weil unprofitable Routen sind nicht zu gebrauchen. Ist halt wie es ist, ne? Multivitamin. Wo haben wir Multivitamin? Nein, das Drehen ist anders. Oh Gott, was mache ich jetzt hier? Wir wollen nochmal drehen. Das war nicht drehen. War das nicht so? Kundenanalysen So war das. zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Multivitamin-Drehs haben wir, glaube ich, auf dieser Insel. So war das. Haben wir hier Multivitamin? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo Multivitamin herbeziehen. Ja, hierher. Auf jeden Fall hierher. Dann erweitern wir das ganze Repertoire nochmal. Minus 52, holy shit. Da haben wir es einfach so gemacht. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Das wäre jetzt noch Waren. zu drehen, wäre natürlich perfekt gewesen, aber gut, dann passieren wir halt hier nochmal einer. Transferroute ineffizient. Ursache? Naja, ineffiziente Fehlende Blablabla. Waren. Aber wir steigen natürlich jetzt auch wieder hier die Kosten. Wo Achtung, haben wir denn Unterversorgung jetzt. mit bestimmten Verbrauchsgütern Wo entdeckt. können wir denn jetzt eigentlich mit da Dings? Ne? Ich habe keinen Anlass für Beschwerden. Ja, das für Beschwerden ist immer gut. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, Mensch, ist ja gut. Ah, willkommen. Möchten Sie über etwas reden? Verjüngungskuren in Teddyware. Noch minus 16, hier können wir nichts mehr machen. Super. Das ist das. Aber glaube ich. Hier noch eine? Nee. Teddy, wo haben wir hier? Dann haben wir hier Verjüngungskur. Da. Hier aber nicht ausreichend ist. Können wir hier noch eine Verjüngungskur dazwischen quetschen? Nee, ne? Nicht so wirklich. Wobei können wir schon. Müssen wir das Ganze halt nur auf diesem Fleck hier erweitern. Jetzt mal so es geht. Dann haben wir wahrscheinlich jetzt ein Negativ von den Sinnzellen, genau. Da sind wir schon voll. Hier passt nichts mehr hin. Dann können wir hier auf der Gegenseite Verjüngungskuren hin platzieren. Dann müssen wir jetzt noch die Algenproduktion wahrscheinlich steigern. Verbinden wir es am dümmsten.
sagen so. Sind 1 von minus 4. Sind wir da auch wieder positiv. Das heißt, wir haben jetzt diesen ganzen Zyklus, der ist jetzt im Positiven. Wunderbar. Wir haben ein Negativ von gefühlt wieder mal allem. Oh Gott, oh Gott. Sehr angenehm. Bitte nehmen Sie Platz. Intelliware. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Was muss auch noch dazu? Wasser. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Nur noch mehr Wasser. Das ist ja schon wieder ein bisschen belastend. So, minus 3 haben wir jetzt. So, jetzt dann wieder was Positives, was das betrifft. Da geht es gerade ordentlich den Bach runter. Oh Gott, oh Gott. Wir brauchen auf alle Fälle. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Das ist sogar schon 2 Stück, okay. Brauchen wir die Mikrohallen-Dings? Ja, das meinte ich. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Belastend. Das ganze nächstes hier Astronautenteam trifft ein. Platzieren. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Haben wir natürlich nicht genügend Kohle, ist ja klar. Unterhaltskosten steigen dadurch natürlich auch wieder immens. Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Das ist aber nett von denen. Haben wir jetzt uns für die Rotoren, was das betrifft. Also, meine Investitionen haben sich gelohnt. Neue Implantate und Luxus, was ist da das Problem? Neue Implantate haben wir denn nicht hier? Ne, hier haben wir
Die Replikatoren und die Nanoschleife. Total ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Replikator aus der Arktis. Genau. Das ist Arktis-Region, dann gehen wir zur Arktis-Region. Haben wir gerade irgendwie eine Überproduktion von irgendwas? Was haben Sie zu sagen? Zeit ist Geld. Man verkaufen könnte vielleicht. Wahrscheinlich noch nicht. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Wo ist die Produktion von Neuroimplantate? Ist auf dieser Insel? Ich weiß noch nicht mehr wo. Hierfür können wir Arbeitskraft und Energiewartung runterpushen. Was sind hier am höchsten? Angestellten ist halt schon mit dabei, ne? Kann man behaupten. Oder? Scheinbar nicht. Aber wo Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, ist ja gut. Wo produzieren wir denn den Bums? Kein Grund für irgendwelche Klagen. Hä? Da haben wir es. Wir haben eine richtig gute positive Sektorbilanz. Da können wir einfach das mal anpassen. Toll. Wow. Routen. Wollen wir Neuroimplantate da? Transferoptionen werden aktualisiert. Das ist wieder teurer, ne? Wie sieht es denn mit unseren Versorgungen hier, was das betrifft, aus? Müssen wir auf alle Fälle pushen. Es ist auf Max. Arbeitskraftwartung. Kreditwartung. Weil wir haben noch 10 Stück davon. Sollten wir gut einsetzen und clever. Das ist auch auf Max, das ist auch auf Max. Ich glaube, wir waren überall auf Max, weswegen wir hier hingegangen sind. Hier produzieren wir jede Menge Molybden. Aluminium ist auch richtig. Eimer. Deswegen sind wir auch schon hier gewesen und haben hier
Allerdings nur Energieturbinen. Transferroute ineffizient. Toben Sie sich aus. Ich setze vollstes Vertrauen in Sie. Dann müssen wir schon wieder zur nächsten Insel. Super. Na toll. Sind wir minus 22 und brauchen auf alle Fälle nochmal eins. Heißt, wir müssten uns in diesem Gebiet jetzt auch ausbreiten. Sprich, wir haben hier unser Schiff, dann legen wir... wo waren wir jetzt hier? Dann legen wir hier an. Verstanden. Und müssen wohl oder übel hier nochmal eins bauen. Das ist halt jetzt die Frage, macht es Sinn, hier noch mehr Leute hin zu platzieren? Ich würde schon fast sagen, ja, kann man machen. Man kann hier ein paar Häuser hinsetzen. Und können dann hier mal ein bisschen Fisch zusätzlich noch produzieren. Dann brauchen wir Konservennahrungsgedönsfabrik. Und hier auch ein Plus. Dann können wir das hier so ein bisschen entlang der Straße erweitern. Um das Gebiet so ein bisschen abzudecken. Für mehr Wohnungen. Um das ganze Prozedere aufzusteigern. So. Volle Kraft voraus. Uns fehlen selbstverständlich mal wieder die Credits. Ist ja ein altbekanntes Problem. Dann können wir noch mal kurz gucken, ob wir vielleicht... Weil hier oben halt der Verschleiß ist. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Ob wir vielleicht hier ein bisschen noch die Unterhaltskosten oder so unterbekommen können. Allerdings leider nur Logistikwartung. Das war überall die Kreditwartung runterklatschen. Arbeitskraft. Standardwartung von 50. Ich verstehe. Dadurch haben wir mehr Leute, die weniger arbeiten. Glaubt. So. Ich glaube, dass wir hier gar nichts mehr in der Hinsicht machen können. Von den richtig guten, um die einzusetzen. Aber das halt hier schon mehr Sinn macht. Energie.
Creep-Sammler, davon haben wir eine Menge. Wir haben halt relativ wenig vom Helium. Haben wir irgendwie noch was, was wir... Oh, was wir einfach so noch pushen können. Hoppala. Aber da kriegen wir auch nur eine Arbeitskraftwartung. Och, das war dumm. Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. Also geht das nur bei Energiedingern, kann das sein? Sprich, es würde nur beim Fusionsreaktor zum Beispiel gehen. Was passiert, wenn wir jetzt hier noch ein weiteres ransetzen? Steigt das Ganze? Wir waren gerade bei 75. Es bleibt bei 75. Ja, es macht wenig Sinn, da in irgendeiner Weise was zu versuchen zu pushen.